Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Future is Now, einer Sendung des neuen digitalen TV-Kanals F15 von Forbes. Ich bin Camilla Sievers, Entrepreneur und Understudy Listmaker, und bei The Future is Now spreche ich mit visionär denkenden Menschen, die die Zukunft langfristig verbessern wollen und vor allem, wie sie dies täglich im Hier und Jetzt tun. Gerne könnt ihr Fragen stellen in der Comment Sections und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unserem YouTube-Kanal subscribt. Ganz besonders freue ich mich über meinen heutigen Gast, Martin Murray, Co-Founder und CEO von Waterdrop, einem Microdrink und damit dem ersten weltweit und ein Produkt, das die Getränkeindustrie auf den Kopf stellt. Hi Martin, schön, dass du da bist. Hi Camilla, schön, dass ich bei uns da sein darf. Wir werden heute über Fiera Waterdrop sprechen, wie du es geschafft hast oder wie ihr es geschafft habt, eine neue Produktkategorie zu launchen und in einem Blue Ocean zu schwimmen. Natürlich auch, wie man sich gegen die kolossal große Industrie, die Getränke herstellt, behauptet. Und wie man in 12 Länder in 4 Jahren expandiert, also crazy Wachstum. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen einen Einblick bekommen, warum dir es so wichtig ist, dass Menschen mehr Wasser trinken, welche auch sozialen und gesellschaftlichen Probleme wir dadurch gegebenenfalls verbessern können. Und natürlich, last but not least, wie du dir die Zukunft vom Trinken vorstellst. Starten möchte ich aber mit 5 Fragen zu deiner Person. Lass uns gleich anfangen. Martin, erzähl uns doch mal, was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Meine größte Stärke ist wahrscheinlich, Menschen von etwas überzeugen zu können. Das muss ich tagtäglich tun. Und meine größte Schwäche ist die klassische unternehmerische Ungeduld, die manchmal gut ist, aber sehr oft auch schlecht, weil manche Dinge brauchen halt einfach Zeit und man muss sich dazu zwingen, das auch akzeptieren zu können, ja. Was ist deine Lebensphilosophie? Meine Lebensphilosophie aktuell ist just do it. Mir wird viel zu viel gesprochen und viel zu wenig gemacht und wir machen halt einfach. Cool. Was ist denn deine berufliche Philosophie? Die berufliche Philosophie ist tatsächlich, ist eine Übersetzung von einem englischen Zitat, wenn alles unter Kontrolle zu sein scheint, fährst du nicht schnell genug. So fühlt es sich jeden Tag bei Waterdrop an. Und ja, danach leben wir so ein bisschen. Und wie spiegeln sich jetzt diese beiden Philosophien wieder im Hintergrund deiner momentanen Tätigkeiten und deiner momentanen Prioritäten? Man ist seines Glückes Schmied und wenn man gewisse Dinge nicht einfach macht, sondern nur einer von denen ist, die rumreden, bis jedes Risiko 10-mal erwähnt worden ist, dann passiert dann einfach nichts. Und es liegt halt leider an Unternehmern noch was zu tun und die Zukunft so ein bisschen mitzugestalten. Und da ist eben die Philosophie einfach mehr machen und weniger sprechen. Und wenn das so die Modelle sind, die du benutzt, um übers Jetzt nachzudenken, wie denkst du dann über die Zukunft nach? Naja, ich bin leidenschaftlicher Optimist, muss mir auch so ein bisschen sein. Also diese Kombination aus Naivität und Träumertum, die muss man an den Tag legen. Ich glaube, es wird sehr viel gerade aktuell so über Risiken und Angst gesprochen. Ich bin extrem optimistisch, weil es in der heutigen Zeit einfach so leicht möglich ist, zum Beispiel so Unternehmensmodelle wie Waterdrop zu skalieren. Das wäre vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen, ohne soziale Medien, ohne E-Commerce. Und diese Möglichkeiten, die werden halt immer größer. Das heißt, ich blicke extrem optimistisch in die Zukunft. Da passieren gerade sehr viele Sachen, die ich sehr positiv finde. Dann hast du schon ein bisschen vorweggenommen, aber bitte umreiß doch noch mal kurz für uns die Entstehungsgeschichte. Wo habt ihr vor 4 Jahren gestanden und wie hat sich das Ganze entwickelt in terms of, ja, ich meine, Produktkategorie schaffen, Growth und Expansion? Naja, die Idee zu Waterdrop war eigentlich extrem simple. Also ich habe zum Beispiel als Hintergrund, ich
bin passionierter Wassertrinker. Ich habe eigentlich fast nur Wasser getrunken, sehr viel, und habe nie verstanden, warum so viele so viel, ich nenne es immer liebevoll, Zuckerwasser in Plastikflaschen zu sich nehmen. Und wenn man sich den Markt dann anguckt, dann kommt man drauf, dass irgendwie drei große Player die Hälfte des weltweiten Markts beherrscht. Das sind 600 Milliarden, das ist eine der größten Industrien, das es gibt. Und mich hat damals fasziniert, ich habe damals ein MBA gemacht in Singapur, dass alle reden über Big Data und Algorithmen und wir fliegen zum Mars und alles irgendwie so Hightech. Und dann hast du so eine Dinosaurierindustrie vor dir, die sich seit 70 Jahren einfach nicht verändert hat. Du füllst seit 70 Jahren Zeug in Plastikflaschen, tust das auf dem LKW, fährst zum Supermarktregal und tragst es heim. Und so träumerisch habe ich mir überlegt, wie könnte man so eine Industrie ändern einfach am Blatt Papier? Und da war die konzeptionelle Idee eben diese sehr einfache, dass ich gesagt habe, komm, wir drehen den Markt um. Ich muss überhaupt nichts mehr abfüllen mehr, sondern ich nutze einfach dezentral verfügbares Wasser als Plattform und entwickle etwas, was ich jetzt ein Mikrotrink nennt, also ein ganz kleines Getränk, das eben nicht abgefüllt ist, um eben Kunden zu ermöglichen, at point of consumption ihr eigenes Getränk zu machen. Und das war eigentlich eine sehr High-Level-Idee und die hat für mich sehr viel Sinn gemacht, weil ich kann die ganzen Plastikflaschen reduzieren, die brauche ich nicht mehr, ich muss sie nicht mehr durch die Gegend fahren, viel CO2 ausstoßen, ich kann es online vertreiben. Ganz kurz dazwischen, für die Zuschauer, die Waterdrop noch nicht kennen, ihr habt wirklich so ganz kleine, ich sag mal, Cubes gemacht. Vielleicht gehst du da ganz kurz aufs Produkt ein, damit die Leute verstehen, was du eigentlich aus diesem riesigen Getränkemarkt, wie du den revolutioniert hast. Naja, ich kann ja kurz erklären, was Waterdrop ist. Also Waterdrop ist ein kleiner Würfel. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Frucht- und Pflanzenextrakte extrahiert. Also wenn man sich eine Frucht zum Beispiel anguckt, das ist ja zum Großteil Wasser und Zucker. Wenn man die zwei Komponenten rausnimmt durch ein schonendes Trocknungsverfahren, dann bleibt Extrakt über, also the good stuff von einer Frucht. Und das Gleiche bei Pflanzen. Und diese Extrakte haben wir mit einer eigens entwickelten Rezeptur quasi mit konventioneller Brausetechnologie verheiratet. Das heißt, wir haben Frucht- und Pflanzenextrakte genommen und haben Brausetechnologie als Transportmechanismus quasi drangepackt. Dann haben wir das verpresst. Das ist so ein kleiner Würfel. Also wirklich Micro. Und das ist quasi ein vollwertiges Getränk. Da sind Vitamine, Frucht, Pflanzenextrakte drin. Das Ding schmeiße ich in jegliches Leitungswasser im besten Fall. Das löst sich auf und es gibt deinem Wasser jeglichen Geschmack oder Funktionalität, die du halt willst. So, und der Clou daran ist, du kannst das sehr, sehr stark online vertreiben, weil es halt sehr wenig Gewicht hat. Getränke durch die Gegend zu schicken, macht einfach keinen Sinn. Deswegen werden Getränke traditionell halt offline verkauft. Und dadurch, dass wir eben direkt an Konsumenten verkaufen, wissen wir auch viel mehr über unsere Kunden als ein konventioneller Getränkehersteller. Das heißt, ein viel digitaleres und datengetriebeneres Geschäftsmodell, was eigentlich in dieser alten Industrie noch nie jemand wirklich gemacht hat. Und ja, das war quasi die konzeptionelle Idee. Das war eben 2015, um auf deine Frage zurückzukommen. Das war so der naive Traum. Lass uns doch einfach mal die kompetitivste Consumer-Kategorie der Welt revolutionieren. Und wir haben dann einfach begonnen. Und wir haben 2 Jahre lang dann geforscht, haben 2 große deutsche Unternehmen davon überzeugen können, das Ding mit uns zu entwickeln. Das sind sehr große Summen an Entwicklungsbudget reingeflossen. Wir hatten damals ja kein Geld. Ich habe eigentlich nichts gehabt, außer sehr viel Herzblut. Und wir haben dann nach 2 Jahren eigentlich unsere gesamte Produktion selber aufgestellt gehabt. Wir haben alles selber entwickeln müssen und sind dann 2017 eben in den österreichischen Markt. Damals mit einem Produkt, das im Nachhinein wirklich nicht gut war. Das kann man auch ehrlicherweise sagen. Einer meiner Lieblingszitate ist, if you're not embarrassed about your first product, you launch too late. Wir haben eben 2 Jahre lang unser ganzes Leben in diese Idee gesteckt und hatten dann am Ende ein Produkt. Und das haben wir dann verkauft 2017 und das Feedback war sehr gut, weil die Leute die Idee sehr gut verstanden haben, das Produkt per se war noch nicht wirklich gut. Und das haben wir dann 2 Jahre optimiert und fast forward 2020 sind wir in 12 Ländern, sind ein Team von fast 150 Leuten und sind ja sehr ambitioniert dabei, die Getränkebranche so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf wach zu küssen. Ja, jetzt hast du eigentlich einen Prozess beschrieben, ich würde sagen, der ist sehr unüblich. Man lernt es eigentlich andersrum. Man muss ein Produkt bauen, dann muss man raus aus dem Markt, dann muss man ganz viele Leute fragen und aufgrund dieses Feedbacks entwickelt sich dann ein Produkt zum Produkt erst. Jetzt habt ihr es total anders gemacht. Wusstest du vorher schon, dass
dass das die einzige Möglichkeit ist, es so zu machen? Hat sich für dich richtig angefühlt? Du hast ja wahrscheinlich auch von ganz vielen Experten oder Mentoren gehört, nein, so macht man das eigentlich nicht. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen irgendwie Essenz deines Erfolgs, dass du die Dinge so machst, wie sie dir dann doch das beste Bauchgefühl geben? Oder wie war dieser Prozess? Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich die Antwort auch nicht wirklich kenne. Also ich glaube, um auf mein Eingangsstatement zurückzukommen, es wird halt viel zu viel gesprochen und viel zu wenig gemacht. Es gibt so viele hochintelligente Leute da draußen, die eh schon Lösungen hätten und die sie halt dann aber nicht umsetzen, weil sie Angst haben zu scheitern, weil die Risiken so groß sind, die Opportunitätskosten zu groß. Alle sagen, mach's nicht. Und es herrscht halt so eine Rationalität. Und Unternehmertum ist halt nicht rational. Also vor allem sowas zu machen wie Waterdrop. Ich habe einen sehr gut bezahlten Job an den Nagel gehängt. Ich habe Schulden bei meinem Arbeitgeber gehabt. Das heißt, alle haben gesagt, mach das bitte nicht, kündigen nicht, arbeite noch 3-4 Jahre, baue dann Polster auf und mach's dann. Ich habe gesagt, komm, wenn ich es jetzt nicht mache, weil ich hatte damals so viel Herzblut, diese Idee, dann bin ich nur einer von denen, der nur spricht. Und dieses Risiko an Waterdrop war halt enorm. Ja? Also wenn du das jetzt nur rational betrachtest, ich war vorher in der Unternehmensberatung, das heißt, ich kann es auch rational betrachten, dann ist es absurd, was wir gemacht haben, weil es gab kein Proof of Concept, wie du richtigerweise sagst. Normalerweise würden wir ja jungen Unternehmen raten, mach doch mal ein MVP oder irgendeine Website, versuch da mal Traffic zu generieren, versuch irgendwie das zu validieren, was du da machst, und wenn du es validierst, versuch Investorengelder zu lukrieren und dann wird halt immer größer und dann setzt die smart ein und dann holst du halt mehr Geld, bis das irgendwie stabil ist. In unserem Fall haben wir genau das Gegenteil gemacht von der Theorie. Und ich habe auch 3 BWL-Abschlüsse, ich soll es wissen, aber ich habe es nicht gewusst, weil wir haben halt so diesen iPad-Approach gewählt. Ja? Wir haben gesagt, wir entwickeln jetzt mal 2 Jahre und dann sagen wir dem Markt, das braucht er jetzt. Also wir haben niemanden gefragt, ob er jetzt einen Mikrotrink braucht oder ob er auf die Idee kommt, dass er so einen kleinen Würfel braucht. Das würde einem auch keiner sagen, deswegen halte ich auch per se weniger von Market Research, also in manchen Bereichen schon. Und das war tatsächlich einfach die komplette Antithese zu dem, was man sonst so lernt, ja, in einer Business School. Wie siehst du das? Du hast jetzt da eine Nische kreiert, du hast keine Konkurrenz, weil es gibt keinen anderen Microdrink. Wie stellst du dich darauf ein, dass diese Giganten hinter dir her sein werden? Sind sie hinter dir her? Sagst du, solange das nicht der Fall ist, mache ich einfach weiter? Oder bist du ihnen schon so voraus, weil du eben diese ganzen Lösungen und Probleme, die jetzt auch Kunden angesprochen haben wollen, wie Nachhaltigkeit, Plastikreduzierung etc., so gut angehst? Wie gehst du mit dieser Situation um oder mit diesem Threat? Also spannende Frage. Ich will jetzt auch keine schlafenden Hunde hier wecken. Aber es ist ja ziemlich offensichtlich, was in der Industrie passiert. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Also der Trend weg von zuckerhaltigen Getränken ist enorm. Kann man sich die Zahlen überall anschauen. Also diese CSDs, Carbonated Soft Drinks, gehen extrem stark runter. Das ist ein großes Problem. Der Trend geht hin zu Wasser, leider abgefülltem Wasser, was jetzt zwar gut ist, weil kein Zucker, nur die abgefüllte Wasserindustrie verkauft halt kein Wasser, sondern sie verkauft Plastikflaschen. Das ist literally das Geschäftsmodell, was halt aus dem Nachhaltigkeitsgedanken her überhaupt keinen Sinn macht. Und die Getränkehersteller haben halt folgendes Problem. Sie haben nur einen Weg, um Getränke zu verkaufen, nämlich Sachen ins Supermarktregal zu stellen. Und das ist halt extrem kompetitiv. Es gibt ja jedes Getränk in allen Farben und Geschmäckern schon 100-mal. Und wenn du nicht eine irrsinnige Marketing-Power hast und überall präsent bist, dann kauft auch langfristig der Konsument dein Getränk nicht. Ja. Man sagt, der Kunde trinkt da nicht wirklich was, wie soll man sagen, er trinkt weniger bestimmte Marken, sondern er trinkt das, was halt gerade da ist. Das ist leider die Realität. Und das heißt, wenn du die Distribution kontrollierst, und es sind 3-4 Firmen weltweit, die kontrollieren, dann bestimmst du, was die Leute trinken. So, jetzt kann man aber Getränke nicht, wie ich vorher erwähnt habe, übers Internet vertreiben, weil es einfach keinen Sinn macht. Niemand geht online und bestellt 27 Dosen von irgendwas und lässt sich die heimliefern. Das just doesn't happen. Somit kannst du diesen Makrotrend E-Commerce als Getränkehersteller ja gar nicht wirklich mitnehmen. Das ist mal ein Problem. Das andere Problem ist die enorme Sensibilisierung jetzt in Nachhaltigkeit. Also ein Problem haben wir die meisten schon verstanden, nämlich dass Plastikflaschen einfach keine gute Idee sind und die kann man noch so viel recyceln. Es ist einfach keine gute Idee. Das andere Problem, was immer mehr kommt, was aber sehr schwer zu erklären ist, ist das Problem CO2.
Getränke sind ja eine der schlimmsten Branchen, was CO2-Ausstoß anbelangt, weil es ist unglaublich schwer, das wird alles mit LKWs herumgefahren, teilweise über unterschiedliche Länder hinweg. Und das kann man halt einfach nicht mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Getränk wäre, dann würde ich jedem empfehlen, absolut nicht gegen große Player zu konkurrieren, weil den Kampf kann man nur verlieren. Weil wenn du die Marketing-Power nicht hast und die Distributionskette nicht hast, dann kannst du ein Getränk halt in Wirtschaftssprache nicht skalieren. Wenn du jetzt aber so wie wir, um auf die Frage zurückzukommen, halt online verkaufst, wir haben natürlich auch exklusive Retail-Partner, ist aber im Gesamtmix relativ klein, dann ist es ein, du hast es vorher so schön gesagt, ein Blue Ocean und man kommt sich eigentlich nicht so wirklich in die Quere. Das heißt, die Großen überlegen sich natürlich, wie sie mit diesen Trends umgehen. Das hat aber immer das Problem, dass man sein eigenes Geschäftsmodell natürlich kannibalisiert. Und ich bin da sehr relaxed, weil für die Großen das ein anderes Geschäftsmodell wäre. Also so E-Commerce ist nicht einfach nur ein zusätzlicher Vertriebskanal, so wie es viele Große machen, sondern das muss im Herzen der Firma verankert sein. Da hängt ja so viel dran am Online-Vertrieb. Und wenn du das nicht hast als DNA, dann kriegst du das auch nicht so schnell kopiert. Das heißt, vom Geschäftsmodell kopieren habe ich relativ wenig Bedenken. Von den Trends hin zu leichteren Sachen transportieren, wie du es zum Beispiel auch mit Pulver und auch mit Sirup machen kannst, da halte ich sehr viel von. Ich persönlich bin halt nicht davon überzeugt, weil die beide etliche Nachteile haben. Das heißt, es wird sehr viel quasi Konkurrenz geben. Also es wird Sirup mehr kommen teilweise, es wird mehr Pulver kommen. Aber dass jeder so nachbaut, wie wir es gemacht haben, das ist aus verschiedensten Gründen sehr unwahrscheinlich und ich fühle mich da in keinster Weise, also wir fühlen uns da nicht, wir sehen es nicht als Threat. Und wenn das jetzt also quasi gar nicht so auf der Agenda ist, was sind denn dann die Schritte, die du in Zukunft setzen willst? Und jetzt rede ich mal gar nicht so ungefähr, was passiert in den nächsten 6 Monaten, sondern wenn die Hälfte dieser Industrie sich nie innovieren wird, weil sie das einfach strukturell nicht hinbekommt, wo siehst du dann die Zukunft des Trinkens? Ich kann dir nur den Traum quasi vorstellen, ja, und der wird dir nicht zu 100% eintreten, aber wenn er zu 20% eintritt, hätten wir schon ein großes Problem gelöst. Ich bin der Überzeugung, dass die Getränkeindustrie so aussehen könnte, es gibt überall, und ich sage jetzt absichtlich die Welt, weil manche Länder haben andere Themen, es gibt überall dezentral verfügbares, filtriertes Leitungswasser. Wenn du massiv in Filtrierungstechnologie investierst, und das gibt es ja heute schon, da gibt es Kohlefilter, da gibt es UVC, dann könntest du sehr leicht allen Wasser zur Verfügung stellen. Da kann man drüber reden, ob Wasser per se nicht eigentlich einen Preis haben sollte. Ich bin der Meinung schon, weil das ist eigentlich gratis. Deswegen finde ich das Geschäftsmodell so absurd, abgefülltes, stilles Leitungswasser zu verkaufen, weil du verkaufst eine leere Plastikflasche. Das Wasser kriegst du meistens gratis. Nur wenn jetzt konzeptionell überall Wasser verfügbar ist, das kann ja daheim sein, das kann on the go sein, das kann überall da sein, dann kannst du Leuten näher bringen, einfach viel mehr von dem Wasser zu trinken, was per se schon extrem gut für dich bist, weil wenn du ausreichend Wasser trinkst, wenn du 2-3 Liter Wasser am Tag trinkst, löst das eigentlich fast alle Lifestyle-Probleme, die man so hat. Man hat mehr Energie, die Haut wird besser, man nimmt ab, alles löst sich, die Leute machen es nur nicht. Und wenn du deswegen dann eine ganz leichte, pragmatische Industrie einfach größer werden lässt, wie unsere Microdrinks und später auch andere Produkte, die wir haben, dann kannst du sicherstellen, dass im Faktor eigentlich gar nichts mehr abgefüllt wird. Das wäre so der naive Traum, weil in Wirklichkeit kannst du alles frisch at point of consumption machen. Du trinkst Wasser als eine Plattform und wenn du jetzt Bock hast auf Geschmack oder Funktionalität, whatever it may be, das ist ja sehr individuell, dann kannst du es machen und dann brauchst du nichts mehr in eine Flasche packen mit Konservierungsstoffen und durch die Gegend fahren. Das bräuchtest du alles nicht mehr. Ja? Das wäre so die naive Wunschvorstellung. Wird es zu 100% kommen? Probably not. Aber dahin geht halt der Trend, weil der Trend geht hin zu Leitungswasser, der Trend geht hin zu Filtrierung, der geht auch zu Karbonisierung zu Hause. Ist auch eine Riesenindustrie, dass sich die Leute die Sachen selber machen. Und wir wollen einfach ein kleiner Teil dieser Lösung sein. Und mit unserer Liebe zum Design und mit unserer Tech-Affinität und mit den Daten, die wir bekommen, das ist ja auch was Positives, weil wir lernen ja dann, was die Kunden eigentlich wollen, glaube ich, können wir da sehr, sehr viel mehr bewirken, als jetzt einfach irgendwas abzufüllen.
Und so sehe ich die Zukunft. Also die Zukunft wird sich in die Richtung bewegen. Und als konventioneller Getränkehersteller passe ich da jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich rein, ja. Du hast jetzt einmal erwähnt DrinkTech und einmal natürlich Daten. Magst du, kannst du darauf jetzt noch näher eingehen, was das jetzt genau heißt? Gerne. Das ist so der zweite lustige Aspekt von Waterdrop, der entgegen jeglicher Theorie ist, weil normalerweise sagt man ja, find your niche und begeister deine Niche und geh dann in die Masse. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir sind halt von Day One in die Masse rausgegangen. Drink more water, also sehr großes emotionales Versprechen, wo viele gesagt haben, das ist viel zu vage. Du musst doch sagen, warum ich jetzt das und das Produkt trinken will. Und wir haben gesagt, Leute, trinkt doch einfach mehr Wasser. Und wenn wir helfen können, good news, mit unseren Drops und mit unseren Flaschen. Und das tun wir. So, und dadurch, dass wir jetzt mittlerweile fast 1 Million Kunden haben, haben wir natürlich Zugang zu ganz anderen Daten und wissen halt viel mehr über Kunden. Und jetzt aus dieser Plattform bauen wir jetzt zwei Welten noch dazu. Also wir bauen diese Filtrierungswelt, weil ich, wie beschrieben habe, jetzt sehe in 12 Ländern, es ist das Leitungswasser nicht überall so gut, dass man es wirklich problemlos trinken kann. Und der Traum ist ja dann zu sagen, wir bieten jetzt auch ein schönes, wirklich funktionelles Produkt an, damit sich Leute zu Hause problemlos auch aus der Leitung ein Getränk runterlassen können. Und zwar so gut, dass ich es auch meinen Kindern geben würde. Und das machen viele nicht und deswegen kaufen viele noch immer diese abgefüllten Plastikflaschen, weil sie das Leitungswasser nicht für gut genug befinden. So, aber wenn ich das Problem löse, und das Problem werden wir lösen, kann ich die Vision eben mal noch größer, also noch näher zu dem Traum bringen, nämlich, dass ich nichts mehr abfüllen muss. Weil dann kann ich jedem ermöglichen, sein Leitungswasser zu trinken. Im besten Fall trinkt er 2-3 Liter von seinem eigenen Leitungswasser. Und wenn er ab und zu mal Bock hat auf Geschmack oder Funktionalität, dann kann er es sich auch sehr leicht hinzugeben. Das heißt, diese Filtrierungswelt schauen wir uns sehr genau an und dann werden wir in den nächsten 18 Monaten 2, 3 echt spannende Produkte lancieren, die wir natürlich, weil wir jetzt wissen, wer unsere Kunden sind und was sie wollen, sehr schnell groß vertreiben können. Das ist die eine Welt. Und die andere Welt, du hast das sehr schön auch DrinkTech genannt, ist der Gedanke, dass du mit Technologie, mit Daten individuelles Konsumentenverhalten herbeiführen kannst. Das heißt zum Beispiel, wir arbeiten jetzt an einer App, die mit einem intelligenten Deckel jetzt zum Beispiel versehen ist, der automatisch trackt, wie viel Wasser du getrunken hast und der dich auch so lange daran erinnern wird, dass du das jetzt trinkst, bis du dein persönliches Hydration Goal erreicht hast und der im besten Fall sogar weiß, was du wovon trinken solltest, damit du halt individuell am besten hydriert bist. Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann zum Beispiel sein, einer der größten Hacks, finde ich persönlich, das hat bei mir so gut funktioniert, dass man sehr viel Wasser vor 11 Uhr in der Früh trinkt. Das ist nur so ein Beispiel. Also wenn du wirklich 1,5 bis 2 Liter Wasser vor 11 Uhr Vormittag trinkst, das ist zwar anstrengend, aber das gibt dir so viel mehr Energie für den ganzen Tag, da brauchst du gar keinen Kaffee mehr. Es ist nur schwierig, weil du es nicht gewohnt bist. Das kann ich zum Beispiel incentivieren, indem ich sage, hey, wenn du das wirklich trinkst, weil ich weiß ja, dass du es getrunken hast, kriegst du Punkte zum Beispiel in unserem Club oder du kriegst Zugang zu irgendetwas. Das heißt, du kannst durch Anreize, durch datenbasierte Anreize, Konsumentenverhalten steuern, damit Leute einfach fitter und gesünder werden. Das sieht man ja zum Beispiel mit den Apple Watches oder mit den Fitbits, die ja das im Fitnessmarkt tracken. Die Leute wollen ja daran erinnert werden, die wollen ja tracken, was sie nicht gemacht haben, die wollen sich ja auch vergleichen, wie viel habe ich jetzt getrunken, etc., etc. Und damit können wir ein Erlebnis schaffen, das niemand sonst kann im Getränkemarkt, weil sie es ja nicht wissen. Ja, ist your personal hydration assistant. Genau, exactly, ja. Und da arbeiten wir auch gerade dran, das wird Anfang nächsten Jahres kommen. Und es sind halt unheimlich spannende Sachen, weil wir stehen halt wirklich erst am Beginn der Reise und alles, was wir tun, zahlt halt irgendwie darauf ein, dass wir einfach helfen, dass die Leute mehr Wasser trinken. So einfach ist es. Und sie tun es halt leider noch nicht. Und uns wird es halt so lange geben als Waterdrop, bis halt jeder einfach nur noch Wasser trinkt. Und dann hätten wir der Gesellschaft schon einen guten Dienst getan. Ja. Super spannend. Also da glauben wir, dass es hingeht. Ja. Dass es sich hinentwickelt. Also ich würde gerne noch stundenlang mit dir drüber plaudern.
aufgrund der Zeit würde ich jetzt übergehen zu den abschließenden Fragen bzw. Sätzen, die du mir bitte beantwortest. Ich glaube, du bist mein erstes Interview, wo wir Covid gar nicht angeschnitten haben. Deswegen wäre jetzt gleich der erste Satz. Was glaubst du denn, wie werden die Langzeitfolgen der Covid-Krise für die Startup-Szene sein? Insgesamt sehr positiv, da ich glaube, dass E-Commerce maßgeblich beflügelt wird. Ich glaube, dass viel mehr internationales Talent verfügbar sein wird, weil es durch Homeoffice jetzt und einer zusätzlichen technologischen Globalisierung leichter ist, gute Leute zu finden, ist egal, wo die dann sitzen. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft oder die Wirtschaft erkannt hat, dass Innovationen in Startups passieren und diese Geld brauchen. Das heißt, es wird unheimlich viel Geld eigentlich in Startups fließen, die Hoffnungsträger der Veränderung sind. Und insgesamt passieren da sehr gute Sachen, trotz dieses Schreckens, würde ich sagen. Meine Zukunftsvision als Kind war? Meine Zukunftsvision beruflicher Natur? Ja, du, was du dir als Kind vorgestellt hast. Also meine Oma hat mir immer erzählt, dass ich jahrelang immer nur beim Fenster rausgehört habe, wenn der Mistkübelfahrer vorbeikommen ist. Da war ich ganz fasziniert von. Und mein Traum war sehr lang, einfach mal Mistkübelfahrer zu werden. Ja, du, was er nicht ist, kann noch werden, gell? Ja. manchmal, you know, it doesn't work out. Das heißt aber nicht, dass es nie noch sein kann. Habe ich immer cool gefunden. Und wenn du dir am Ende deinen eigenen Mistkübel, das Mistkübel-Auto, nennt man das so, wenn du es dir dann kaufst. Und am Sonntag schöne Spritztour. Ich finde, also die M48 macht wirklich einen mega Job, finde ich. Also, hat mich schon das Kind fasziniert. Utopie des 21. Jahrhunderts stelle ich mir so vor, dass. Die Utopie des 21. Jahrhunderts würde ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass wir tatsächlich auf mehreren Planeten leben. Dass wir dank künstlicher Intelligenz eigentlich sehr wenig manuelle Tätigkeit mehr machen als Menschheit und viel mehr Zeit haben, um uns künstlerisch, spirituell und mit sonstiger Kreativität zu beschäftigen und halt einfach andere vernünftige Dinge schaffen als Menschheit. Und Dystopia stelle ich mir so vor, dass wir durch den Anstieg an Populismus in den sozialen Medien statt intelligenter einfach immer dümmer werden, bis wir uns so lange die Köpfe einschlagen, bis es uns nicht mehr gibt. Startup-Branchen, die uns näher an die Utopia führen, sind? Das ganze Thema Autonomous Driving, Flying, ich würde sagen, ganzen Thema künstliche Intelligenz, Biotech, alles, was irgendwie damit zu tun hat, Kreativität auf Plattformen zu verbinden. Ja. Cool. Und wen sollte ich unbedingt bei The Future Is Now interviewen? In Wien finde ich das Team rund um Refurb zum Beispiel sehr spannend. Das Startup, das halt nachhaltige Elektronik anbietet. Mhm. Ich finde, die machen einen super Job. Ich finde, dass, na, da gibt es ganz viele. Top 3, die müssen auch nicht in Wien sein. Nein, klar, überhaupt nicht. Die müssen nicht in Wien sein. Es gibt in LA einen Markt, die verkaufen, Thrive Market heißt es, sind relativ groß schon. Die verkaufen nachhaltige Lebensmittel online, also quasi ein Online-Supermarkt, die sehr erfolgreich sind. Finde ich extrem spannend, weil zurückzukommen auf das, was ich gesagt habe, weniger offline, mehr im Internet Lebensmittel kaufen. Und dann Top 3, wen solltest du da noch interviewen? Ich finde, dass der Andreas Charles, der ja auch bekannt ist, der macht jetzt auch ein neues Projekt mit Glacier, der versucht etwas zu machen, um CO2 zu reduzieren. Der hat sicherlich auch viele spannende Dinge zu erzählen. Das wären so spontan die 3, die mir einfallen. Perfekt.
Das ist super. Vielen, vielen Dank. Danke dir natürlich auch für all die Insights, die du uns gegeben hast, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du deine Zukunftsversion mit uns geteilt hast. Euch danke ich natürlich fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von The Future is Now. Alle Infos findet ihr wie gewöhnlich in den Shownotes und subscribt unseren Channel, wenn ihr mehr coolen Content wollt. Bis nächste Woche.